So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Fahrenheit. So, setzt das Mikrofon. Ja. Beim letzten Mal haben wir uns als Einbrecher versucht. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Seht ihr denn im Gesicht, ne? Oh, das geht schon direkt los mit Quicktime Events. Hä? Hatte er gerade beim Ducken eine andere Mütze auf? Oder habe ich mir das eingebildet? Muss ich nochmal im Video mir anschauen. Komische Vorhänge. So, er hat Hunger, also suchen wir uns mal was zu essen. Was haben wir denn da? Schon eine ganz coole Wohnung. So mit Oberlicht. Wir können uns ja revanchieren, dass wir hier eingebrochen sind, indem wir hier die Wand fertig streichen. Aha. Das ist sehr cool. Ist das sinnvoll? Die extrem niedrigen Temperaturen mit einem Rekordtiefstand von minus 15 Grad Fahrenheit haben auch heute erneut diverse Störungen verursacht und dazu geführt, dass die Brooklyn Bridge aufgrund heftiger Schneefälle vorübergehend geschlossen werden musste. In Harlem und in der Bronx fielen mehrere Obdachlose der Kälte zum Opfer. Auch Europa wurde von der Kältewelle nicht verschont und hat in mehreren Ländern noch nie dagewesene Minustemperaturen zu verzeichnen. Das wurde. Der Restaurantmörder wurde identifiziert. Der Mann heißt Lucas Kane und war der Polizei bisher noch nicht bekannt. Oh, oh. Als Beamte ihn in seiner Wohnung festnehmen wollten, gelang es ihm noch in letzter Sekunde zu entkommen. Seit dem Mord im Restaurant soll er noch eine ältere Frau wie auch zwei Kunden eines Waschsalons getötet haben. Sein Tatmotiv ist ungeklärt, aber Experten zufolge dürfte er geistig gestört sein. Die Polizei hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht und geht davon aus. Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Das ist ja ein Zufall. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen. Der muss wissen, was Quetzalcoatl bedeutet. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Sie haben eine neue Nachricht. Heute um 10.41 Uhr. Hallo, Frau Harper. Ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich versuche es am besten später nochmal. Okay, mir ist gerade aufgefallen. Beziehungsweise eingefallen. Ich wollte beim letzten Mal hier eigentlich die FPS ändern auf 60. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Es wird wahrscheinlich wieder hakeln. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet.
Achso, das ist ja, das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihm sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Oh. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Ja, Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Wird sehr interessant. Wenn ich Tyler jetzt steuern kann, dann weiß ich natürlich, Ah Gott. Was tue ich denn vor allem gerade so? Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Wieso ist Ihr Fenster kaputt? Ach, das? Da bin ich gestern dran gestoßen, als ich die Möbel verrückte. Der Glaser wollte es zwar heute reparieren kommen, aber er hat mich wohl vergessen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Er guckt hier ist meine überall Karte. Nach, nur nicht im Wandschrank. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Hallo, ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. Steinerne Stele aus Palenque, postklassische Epoche.
Woher weiß er das denn? Achso, steht wahrscheinlich davor. Dieses Fresko, eine zweiköpfige Schlange. Das gleiche Symbol, das ich mir in der Mordnacht in die Vorderarme ritzte. Ach, vielleicht heißt deswegen der Typ hier im Gefängnis auch Janus. Zwei Köpfe. Kopf einer Statue, die Itzamna darstellt. Fundstelle Chiapas. Professor Koryakin? Ja? Ich bin John Cunningham. Ich hatte Sie angerufen. Ich bin Journalist und arbeite gerade an einem Artikel über die Maya-Religion. Ah, ich hatte Sie schon erwartet, junger Mann. Was sagten Sie noch gleich, für welche Zeitung Sie arbeiten? Ich bin ein freier Journalist. Nun, ich bin freier Journalist. Ich arbeite jeweils mit der Zeitung, die gerade Interesse hat. Eigenartig. Irgendwie kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht bereits? Ich spaße mal. Ja, das höre ich oft. Ich muss wohl ein Allerweltsgesicht haben, das gibt's ja leider. Tja, dann legen Sie ruhig los. Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir bitte von Queshnitlan. Gerne. Hierher, ich mache Sie bekannt. Hier sehen Sie den alten Maya-Gott Queshnitlan, die zweiköpfige Schlange. Ein Kopf schaut in unsere Welt, der andere in die andere Welt. Indem die Maya-Orakel beide Münder öffneten, konnten sie durch die Schlange in die andere Welt blicken. Andere Welt, was meinen ist das? Sie mit andere Welt? Die Welt jenseits der unsrigen, das Königreich der Götter und Toten. Die Mayas glaubten, ein menschliches Opfer erlaube es ihnen, die Stimme der Verstorbenen zu hören und in die Zukunft zu blicken. Aha. Orakel? Was genau weiß man über diese Orakel? Nicht gerade viel. Sie waren sehr mysteriös. Sie dienten als mystische Verbindung zwischen den Menschen und den übernatürlichen Kräften. Den alten Texten nachzuurteilen, hatten die Orakel seltsame Kräfte. Was für Kräfte besaßen diese Orakel? Es heißt, sie hätten eine übernatürliche Lebenskraft, aufgrund derer das Orakel mehrere hundert Jahre leben kann. Und wie sahen solche Opferzeremonien aus? Nun, schauen Sie her. Dieses Gemälde aus dem 1. Jahrhundert vor Christus zeigt eine solche Opferzeremonie. Das Opfer musste ziemlich lange leiden, denn schließlich sollten die Münder ja so lange wie möglich geöffnet bleiben. Das Opfer erlitt jeweils drei Stiche, wobei mit jedem Stich eine Herzarterie durchtrennt wurde. Bleiben. Das Opfer Wie sah das Opferritual aus? Das Orakel durfte nicht mit dem Blut eines anderen beschmutzt werden. Deswegen wählte es eine Art Vertreter, eine beliebige Person, rein zufällig. Diese Person wurde der Vollstrecker. Das Orakel übernahm vollständig die Kontrolle über den Vollstrecker, den es aus der Ferne manipulierte. Schlussfolgerung. Ein Maya-Ritual. Was also war es? Sie sind gar kein Journalist, oder? Wer sind Sie? Wahrheit. Ich heiße Lucas Kane. Die
Polizei sucht mich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Aber ich war der Vollstrecker. Ein Mörder? Aber unschuldig. Ich stach auf einen völlig Unbekannten ein. Dreimal. In die Arterien. Wie Sie es beschrieben haben. Wollen Sie etwa sagen, dass heute noch ein Meier-Orakel lebt? Das ist absolut unmöglich. Vorderarm zeigen. Haben Sie dieses Symbol schon mal gesehen? Oh, das Symbol Quishnitlans. Die Vollstrecker ritzten es sich in ihre Vorderarme, bevor sie das Opferritual vollstreckten. Oh, es ist wahr. Mein Gott, der Kodex hat recht. Der Kodex? Was meinen Sie damit, Professor? Sie müssen hier weg. In der Zeitung des Wärters ist Ihr Foto abgebildet. Er würde Sie garantiert erkennen. Schnell, verschwinden wir von hier. Dann erzähle ich Ihnen alles. Ich habe einen Freund gefunden. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Ich wollte es gerade sagen. Tiefgarage mit der irgendwie prädestiniert dafür, dass Monte ermordet werden. Professor! Der Kodex erwähnt die Ankunft eines Kindes, eines Propheten. Die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Das Orakel tötet, um das Kind zu finden. Oh. Oh. Er wurde doch nur zur Seite geschubst. Also so zerbrechlich sah er jetzt nicht aus. Oh, endlich schön warm. Ah, da bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Klar, die Vision hatte er ja schon als Kind. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei es drum. Eins ist sicher. Deine Zeit. Chroma? Das Chroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allem. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Visionen? Das muss ein Traum sein, stimmt's? Du stehst nicht wirklich vor mir, oder? Wirklichkeit ist ein Begriff, der in meiner Welt keine Bedeutung hat. Wir sind nicht wirklich hier. Trotzdem wirst du hier sterben. Glaub mir, diese Welt ist genauso wirklich wie die deine. Ist er jetzt ja böse, oder? Genug. Will er mir helfen?
Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber im Jenseits. Okay. Wer ist das Orakel? Was ist das denn? Ehrlich schon interessieren, was passiert, wenn alle Leben da oben verbraucht sind. Ob das Spiel dann vorbei ist? Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin bestimmt auch an einen Speicherpunkt zurückgesetzt. Deswegen verstehe ich nicht ganz, was mir das bringt. Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und sie sind ihnen erneut auf der Spur. Sind wir verärgert? Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Weit schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn. Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Jemand hilft ihm. Was sagen Sie? Während Sie beide in der Welle waren? Ja, Gebieter. Jemand machte alle meine Angriffe auf Kane zunichte und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein. Es muss etwas anderes sein. Sein Chroma war anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unser ist der letzte. Wir haben Rivalen. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen. Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Verheerend. Kane arbeitet für Sie. Es sei denn, Sie benutzen ihn nur. Kane ist der Schlüssel. Er sieht durch unsere Augen. Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Ziemlich so hart, weil er es bislang nicht versucht hätte. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können nun gehen. Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein.
Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Zum 369, also. Wen steuere ich denn jetzt? Achso. Kann ich hier noch irgendwie was... Kann ich hier einfach den Schrank verstecken? Ah, Telefon. Geht ran, Markus. Geht ran. Willkommen, mein Sohn. Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Telefon, Telefon. Ah! Ha! Steuerung! Bitte. St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Das kann ich dir jetzt nicht erklären, keine Zeit. Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los! Ja. Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Lukas? 369. Hier ist's. Das ist die falsche Zimmernummer. Keine Bewegung! Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Das ist die 6. Mist! Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Tyler, es ist die falsche Tür. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Hm. 68? Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Lukas, du musst kommen. Sofort. Sie sagen, sie bringen mich sonst um. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte, beeil dich. Sie... Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Aber die große Frage ist ja, steht da noch eine extra Gasheizung mit der Gaskanne da neben dem Bett? Obwohl das Zimmer eine andere Heizung hatte. Ich gehe meinem Tod entgegen. Alles, was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe, mit dem ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hierauf hinauslaufen. Aber du hast auch Superkräfte. Ich hatte keine Kraft mehr, noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Doch, das schaffst du. Es war ihr vergebens.
Es gab nur noch eins zu tun. Versuchen, Tiffanys Leben zu retten. Danach würde ich nicht länger gegen mein Schicksal ankämpfen. Lukas! Lukas, hilf mir! Tiffany, sie ist oben auf der Achterbahn. Ich muss sofort da hoch. Komisch. Ach. Mann, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja. Das ist doch ganz sicher das Orakel. Überall. Es waren bislang zwei unterschiedliche Obdachlose. Und der war neben dem Restaurant. Weißt du, dass du das Lukas! Bist? Lukas, hilf mir! Achterbahn, wo ist denn die Achterbahn? Da. Und diese Raben. Ist der Rabe eigentlich ein Freund, wenn der. Bei Agatha waren ja die ganzen Raben. Mache. Oh, was ist denn da hinten? Liegt da was? Ne. Lukas! Lukas, hilf mir! Und los geht die Willfahrt. Vorgestellt. Ah, das ist ja praktisch, dass die Dampf anhält. Lauf weg, Lukas! Lauf! Das ist eine Falle! So, retten, jetzt kommt wieder ein Quicktime-Event. Jo. Oh Gott. Damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete die Todes... Ah, jetzt ist aber keins meiner Leben weg, oder? Gott, Multitasking. Ah, Gott! Bitte! Also. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete die Todesursache Selbstmord. Ich werde... Oh Gott. Ja, fast. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautet... So, jetzt habe ich es aber raus. Sagte er und... Ah.
gute Fahrt ins Jenseits. Aha, ich kann das Orakel steuern. Dann schauen wir mal. Gut, sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Fertig, das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt, es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Oh, wieder Kindheitserinnerung. Auf, Markus, los geht's. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Und wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. At the end of the world. Geh doch einfach unten drunter durch. Keine Bewegung oder ich schieße! Nicht schießen, Sir. Wir sind nur Kinder. Wir sind die Canes. Was zum Teufel habt ihr hier um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Wenn der uns erneut erwischt, stecken wir Prügel ein. Mach du, was du willst, Markus. Ich versuch's nochmal. Thank you.
Aber schön, dass das Scheitern hier gerade intradiegetisch erklärt wurde. Dass der Soldat uns halt entdeckt hat und zurückgeschickt hat. Ich weiß jetzt aber nicht, wie wir an dem vorbeikommen sollen. Dreht er sich vielleicht mal um? Und dann kommen wir da irgendwo hin. Ah ja. Ein Soldat, schnell, verstecken! Ah. So, jetzt hinter ihm. Ah Gott! Diese Zeit zu suchen. Macht, dass er nach Hause kommt. Okay, ich dachte, die Lichtkegel wären mit Deko. Zumindest hier war das ja nicht schlimm, wenn wir da reingekommen sind, oder? Schnell, verstecken! Ey, da war ich doch gar nicht. Der dreht sich nicht um. Da ist man zur Deckung. Macht er aber nicht. Keine Bewegung oder ich schieße. Schieße!
Soldat, schnell, verstecken. Ja. Hinter dem. Keine Bewegung oder ich schieße! Wo war der denn jetzt? So war es, der weggedreht hat. So war. Der ist doch. Keine Bewegung oder ich schieße! So, dreh dich um. Schnell verstecken. Ach, und das sieht er nicht. Aber dafür werde ich von irgendwelchen unsichtbaren Soldaten entdeckt. Halt absolut nicht. Können die mich nur sehen, wenn ich im Licht bin? Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Ach, einer okay. Von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Was? Hinten rumschleichen? Ah, Steuerung, bitte. Sei mit mir. Warum mussten die sich jetzt dafür aufteilen? Besser erst auf Markus. Er ist hinter dir.
Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Jo. Unmöglich. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Bist du dran, Lukas? Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge! Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Wohin soll ich gehen? Nach Hause? Oh, das wird knapp. Okay, der passt da hin. Ach, die Tür ist nicht mehr abgeschlossen. Den Anruf erhielt, Cliffhanger. Keine Sekunde. Ich erzählte niemandem davon, nicht mal Tyler. Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lucas Kanes Ex-Freundin. Oh nein, sie ist tot. Oh, das ist aber blöd. Achso, er ist ja auch offiziell tot. Aber warum hätte ich ihn dann sonst weiterspielen können? Nee, das ist ja das Grab der Canes. John und Mary Kane.
Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Oh, das habe ich mit Missvertrauen. Sie wollen mich nicht festnehmen. Gedacht. Sie wissen, dass ich für all diese Morde nicht verantwortlich bin. Ach ja? Und wer bitte sagt Ihnen das? Ihre Gedanken. Ich weiß, dass dieser Fall Sie bereits so sehr verwirrt hat, dass Sie mir nur zu gern Gehör schenken. Wie seltsam. Sein Atem erzeugt keinen Dampf. Als sei er von vornherein kalt. Aha. Ja und? Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen. Und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Das ist alles kaum zu glauben. Aber seine Geschichte ist stimmig und passt zu dem, was ich inzwischen weiß. Quelle? Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Ja, helfen. Helfen? Wieso Ihnen helfen? Das war eine Frage. Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Denn wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen und uns mit ihm. Ah, das ist jetzt aber ein bisschen... Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht, aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Seine Hand. Eiskalt. Ja, jetzt geht's also doch wieder um die Rettung der Welt. Ja, irgendwie bei Videospielen kann man ja auch nicht mal kleiner treten. Es geht meistens immer um das ganz Große, was man retten muss. Naja, aber das soll es auch für heute gewesen sein. Es geht weiter mit dem Fazit. Fazit. Muss es immer die Rettung der Menschheit sein? Können Spiele nicht mal ein bisschen kürzer treten? Wer sich sowas in der Art auch schon mal gedacht hat, dem kann ich übrigens Lake ans Herz legen. Ein wunderbar unaufgeregtes Spiel, in dem man im Heimatort der Protagonistin Post ausliefert und über sein Leben nachdenkt. Aber zurück zu Fahrenheit. Genauer zur Schleichpassage in Lukas Kindheitserinnerung. Wie in einigen Abschnitten zuvor ist in der oberen rechten Bildschirmecke eine Karte eingeblendet. Und da frage ich mich, was hat die da zu suchen? Wie kommt die da hin? Was repräsentiert diese Karte? Sie ist kein Element der erzählten Welt, sondern nur eine Hilfe für die SpielerInnen. Sie ist eine unbeholfene Markierung der Mikrostruktur in diesem Abschnitt. Und selbst in dieser Beziehung ist sie unvollständig. Die Lichtkegel, denen auszuweichen ist, sind dort nicht angezeichnet. Und selbst wenn man auf die auf der Karte eingezeichneten Sichtfelder der Soldaten achtet, scheitert man, wenn man Alternativen zum eingezeichneten Weg nimmt. Wenn sowieso nur ein vorgegebener Weg der richtige ist, wozu brauche ich dann die Karte? Weil andere Markierungsstrategien offensichtlich scheitern oder gar nicht vorhanden sind.
Die Karte deute ich als Eingeständnis der EntwicklerInnen die Mikrostruktur, den von den SpielerInnen zu gehenden Weg nicht deutlich genug mittels Levelarchitektur oder anderen intradiegetischen Hinweisen wie den Suchscheinwerfern oder Einblendungen im Splitscreen markiert zu haben. Denn ohne Karte wäre ich vermutlich vollkommen aufgeschmissen und müsste mich komplett auf Trial and Error verlassen. Auch der Charakterwechsel wird nicht wirklich gewinnbringend eingesetzt. Mit Markus die Wache abzulenken, ist eine aufgesetzte Erklärung dafür, das Feature des Charakterwechsels hier einzuführen. War es bei Carla und Tyler noch eine gewinnbringend in die Mikro- und Substruktur integrierte Spielmechanik, fehlt, zumindest bei der ersten abgelenkten Wache, jede intradiegetische Notwendigkeit. Zur gescheiterten Rettung von Lukas' Ex-Freundin sage ich nur unnötig und spare mir meinen Kommentar für die letzte Folge, denn oh boy, es kommt noch richtig dicke. Euch gebe ich eine kleine Hausaufgabe mit. Schaut mal in diese Videoreihe zur Frauenrolle in Videospielen rein, dann könnt ihr meinem hiermit angekündigten Rant am Ende der nächsten Folge vermutlich besser folgen. Mit diesem Cliffhanger verabschiede ich mich, sage Tschüss, danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Liken, Abonnieren und bis zum nächsten Mal.